Botschafter Geert Mölle, Belgien hat in diesem Monat überrascht mit einem Comicheft, aber mit einem ganz offiziellen Comicheft. Der neue belgische Reisepass ist mit Figuren aus der belgischen Comicwelt ausgestattet. Wie kommt man im Außenministerium in Belgien zu so einer Idee? Ja, lieber Alexander, das ist eine gute Frage und die Idee ist schon ziemlich alt. Aber vorerst soll ich vielleicht erläutern, wie wichtig ein Reisepass ist und deshalb, dass dieses Reisepass extrem sicher sein muss. Und das heißt, dass Länder ihre Reisepässe regelmäßig ändern müssen, um die Fälschung der Dokumente zu erschweren. Also das heißt, das Design, die Drucktechniken, das muss alles regelmäßig geändert werden. Das heutige Reisepassmodell stammt schon seit 2014, also es war Zeit, um ein neues Reisepass zu entwerfen. Und die Idee, um nun mit Comics zu arbeiten, diese ursprüngliche Idee, die kam vom Leiter des Passdienstes unseres Ministeriums schon mehrere Jahre her. Und seitdem haben wir drei Minister gehabt und die sind alle drei sehr, sehr, sehr enthusiastisch gewesen über diese Idee. Voilà. Welche Figuren, Geert Mölle, sind denn schlussendlich ausgewählt worden, um im Reisepass abgebildet zu werden und, wie ich verstehe, damit den Reisepass sicherer zu machen? Ja, auch das ist eine langere Geschichte, denn man kann nicht nun so selbst Comic-Helden und Heldinnen auswählen. Erst haben wir mit den verschiedenen Verleger und Rechteinhaber sprechen müssen. Glücklicherweise haben die alle sehr, sehr toll reagiert und positiv reagiert darauf. Also das war die erste Frage, sind die verschiedenen Verleger und Rechteinhaber einverstanden und dazu bereit, um mit uns in diesem Projekt zusammenzuarbeiten. Die zweite Phase war dann, ja, die Comicfiguren, welche nehmen wir? Und da ist eigentlich die Logik die folgende gewesen. Zum Ersten möchten wir sowohl niederländischsprachige als französischsprachige Comicfiguren, wenn ich das so sagen darf, haben. Und dann nachher ist entschlossen worden, um uns auf das Thema Reisen und Tourismus zu konzentrieren. Ja, es handelt sich ja über Reisepässe. Und deshalb werden Sie auf dem Pass Figuren finden, so wie Flugzeuge, Schiffe, Kamele, das Atomium, Mannequin-Biss zum Beispiel. Kann man denn den neuen Reisepass, Geert Mölle, auch bestellen, wenn man noch einen Reisepass hat, der gerade noch gültig ist? Oder muss man dann warten, bis der abgelaufen ist? Nein, der Pass ist seit dem 7. Februar bei Ihrer Gemeinde oder konsularischen Vertretung, also auch bei uns hier in Berlin, erhältlich. Das alte Pass bleibt natürlich noch gültig. Aber wir haben schon gemerkt, dass manche Belgier, viele Belgier und Belgierinnen eigentlich, schon ihren noch gültigen Reisepass eintauschen möchten für einen neuen Reisepass. Und das ist möglich. Man muss aber zuerst den alten Pass annullieren lassen. Es ist nicht erlaubt, um zwei gültige Reisepässe zu haben. Also man muss den alten annullieren lassen und dann kann man einen neuen bekommen. Dann stellt sich die Frage, Herr Botschafter Mölle, ob der denn teurer geworden ist, jetzt wo da die Comicfiguren drin sind. Wir sind eine sehr großzügige Behörde und die Reisepässe sind nicht teurer geworden. Also der Preis ist 65 Euro für Erwachsene und 35 Euro für Minderjährige. Und das ist für den Standardreisepass mit 34 Seiten. Ich glaube, es werden bestimmt viele nach Ansicht der Fotos, die auch in der Presse erschienen sind, einen neuen belgischen Reisepass haben wollen. Das Konsulat ist da für die Belgierinnen und die Belgier. Und wir werden alles dran tun, um diese neue Reisepässe so schnell wie möglich und so effizient wie möglich auch auszustellen. Danke für das Gespräch. Ja, gerne.